Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das letzte Mal ging es um Vogelfotografie, heute geht es um Vögel bestimmen. Also es wird spannend, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei und los geht's. Fangen wir auch schon mit dem ersten Vogel an, der Amsel, hat jeder schon mal gesehen. Schwarzes Gefieder, gelber Schnabel und auch gelber Augenring, wenn man mal genau hinguckt. Das ist allerdings auch nur das männliche Exemplar, das Weibchen sieht man jetzt nochmal eingeblendet. Meistens wird es auch mit einer anderen Art verwechselt, aber jetzt wisst ihr ja, das ist auch eine Amsel. Nur halt das Weibchen. Amseln sind sehr, sehr häufig verbreitete Tiere und Kulturfolger, was bedeutet, dass sie von ihrem natürlichen Lebensraum, also dem Wald, in die Siedlung eingezogen sind. Und jetzt leben sie bei uns und man kann sie bei uns in den Gärten und Parks antreffen. Aber merkt euch, eigentlich waren sie im Wald beheimatet. Das war gerade der Amselgesang. Machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Vogel, der Kohlmeise. Hier einmal die Kohlmeise eingeblendet. Man kann Kohlmeisen von Blaumeisen unterscheiden. Erstens, weil sie größer sind. Und zweitens, weil sie diese dunkelblaue Färbung haben. Und die Blaumeisen, die haben ein hellblaues Gefieder. Darauf kann man auf jeden Fall mal achten. Die Blaumeise ist übrigens auch der dritte Vogel. So, und hier noch einmal der Gesang von der Kohlmeise. Ich habe sie gerade auch schon erwähnt, die Blaumeise ist der dritte Vogel. Hier sieht man noch einmal ein Foto von der Blaumeise. Und es gibt auch nicht mehr viel zu sagen, anders als die Kohlmeise, hellblaues Gefieder und auch eine ziemlich kleine Meisenart. Und hier noch einmal der Gesang. Ein Vogel, den auch schon jeder gesehen hat, ist das Rotkehlchen. Das Markante am Rotkehlchen ist diese orange bis rot gefärbte Kehle, weshalb es ja auch Rotkehlchen heißt. Und die Rückseite, also die Flügel, die sind braun gefärbt. Hier noch einmal den Gesang. Ein Vogel, den man nicht so alle Tage sieht, ist der Grünfink. Den sollte man aber auf jeden Fall schon mal öfters gehört haben. Deswegen hier einmal den Ruf bzw. den Gesang. Auch eine Finkenart ist der Buchfink. Hier einmal ein Foto, sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Und auch einmal das Weibchen kann man sehr, sehr gut vom Menschen unterscheiden, genau wie bei der Amsel. Also hier auch nochmal ein Foto vom Weibchen. Und zu guter Letzt noch einmal den Gesang. Auf Platz 7 dieser Liste steht die Heckenbraunelle. Man kann sie ein wenig mit dem Spatz verwechseln. Allerdings hier einmal zwei Merkmale, wie man die auf jeden Fall ganz, ganz sicher vom Spatz unterscheiden kann. Erstens wegen diesem grauen Halsband, diesen grauen Streifen unter dem Kopf. Darauf kann man auf jeden Fall mal achten. Und zweitens hat der Spatz eher so Streifen im Gefieder und die Heckenbraunelle hat eher Punkte schon, aber trotzdem immer noch Streifen, nur halt etwas kürzer. Woran man sie auch unterscheiden kann, ist an dem Gesang. Deswegen hier noch einmal den Gesang der Heckenbraunelle. Die Rabenkrähe hat einen nicht so guten Ruf, trotzdem finde ich, man sollte die kennen. Sie ist einheitlich schwarz bis auf den Schnabel gefärbt und hier noch einmal den Ruf.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was der Unterschied zwischen Gesang und Ruf ist. Deswegen erkläre ich das auch einmal nochmal kurz. Es gibt die Singvögel, die haben einen Gesang, der ist meistens abwechslungsreich. Und der Gesang bedeutet, entweder sie wollen ein Weibchen anlocken, was meistens der Fall ist. Oder zweitens, sie wollen das Territorium kennzeichnen. Und deswegen hört man auch sehr, sehr oft auch die Singvögel singen. Die Nicht-Singvögel, wenn man die so nennen darf, verständigen sich dahingegen durch die Rüfe und wollen nicht nur das Territorium kennzeichnen oder ein Weibchen anlocken, sondern sagen damit zum Beispiel, hier gibt's Essen oder kündigen den Schwarmflug an, wenn das Zugvögel sind und halten damit zusammen und gehen nicht verloren. Da gibt's auf jeden Fall viele verschiedene Bedeutungen von Rüfe und das ist der Unterschied zwischen Gesang und Ruf. Kommen wir auch damit zu einem anderen Vogel, der auch einen Ruf hat, nämlich die Ringeltaube. Hier hört man einmal den Ruf. Ein Foto hat man auch gerade gesehen, sollte auf jeden Fall jeder kennen. Man trifft sie in Gärten an hauptsächlich, aber auch auf den Feldern. Der letzte Vogel ist auch nebenbei erwähnt mein 3-Monats-Liebling, nämlich der Mauersegler. Warum 3-Monats-Liebling? Sie sind nur von Juni, Juli und August bei uns. Im August ziehen die auch schon wieder weg. Das sind ja Zugvögel. Sie sind einheitlich braun gefärbt, also kann man auf jeden Fall nicht verwechseln. Und hier noch einmal den Ruf. Das waren alle 10 Vögel, die man erstmal so antrifft und ich habe noch einen kleinen Bonus für euch, nämlich die Spatzen. Da gibt es nämlich 2 verschiedene, nämlich den Haus- und den Feldsperling. Hier sage ich einmal die Unterschiede. Hier einmal Haus- und Feldsperling nebeneinander. Man könnte meinen, dass es die gleiche Art ist. Allerdings, wenn man genau hinguckt, sieht man beim Haussperling dieses graue Gefieder beim Kopf, das nennt man die Kopfplatte. Also eine graue Kopfplatte hat der Haussperling. Und rechts einmal den Feldsperling, der hat eine komplette braune Kopffärbung. Also kann man sich auf jeden Fall merken, das ist das Markanteste. Und das ist auch das Einzige, was ich mir eingeprägt habe. Gibt na klar noch andere Merkmale, allerdings ist das das Wichtigste. Woran man sie noch unterscheiden kann, ist der Ruf. Also hier einmal der Ruf vom Haussperling. Und hier auch noch einmal der Ruf vom Feldsperling. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieses Videos angelangt und ich will jetzt noch mal ein paar kleine Worte verlieren. Erstens hoffe ich na klar, dass ich euch einen Einblick in die Vogelwelt gewähren konnte und euch ein wenig weiterhelfen konnte. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben, damit ich es auch sehen kann. Und wenn euch generell dieses ganze Thema Vögel und Vogelfotografie und auch Projekte wie Stop-Motion-Projekte interessieren, dann könnt ihr auch kostenlos diesen Kanal abonnieren. Lasst euch allerdings nicht von der Tatsache abschrecken, dass mal einen Monat oder vielleicht auch sogar 2 Monate mal kein Video kommt. Da erkläre ich euch jetzt nochmal was dazu. Generell ist ja immer Qualität besser als Quantität. Und außerdem, wenn ihr bei mir auf dem Kanal auf Videos geht und da in Zukunft, na klar, mehr Videos sind über das Thema Vögel, Vogelfotografie und Vogelbestimmungsvideos, dann findet ihr ein Video viel, viel schneller, als wenn dann 1000 Videos da sind und ihr dann ein wichtiges Tutorial oder Bestimmungsvideo nicht mehr findet. Also so ist es auf jeden Fall viel, viel übersichtlicher. Und das ist auf jeden Fall die Botschaft. Lasst euch davon nicht abschrecken. Und sonst würde ich auch schon sagen, bleibt interessiert, bleibt aktiv und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald.